Hallo, Thomas von der Bikesport. Normalerweise seht ihr mich mit dem Herzstück-Bike auf dem Trail. Heute anders, im Fotostudio. Und ich habe dennoch ein ganz, ganz besonderes Herzstückchen dabei. Das Canyon Nerve AL 29er im Bikesport-Kastenaufbau. Und mit diesem Bike haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Das Canyon Nerve AL ist ein ganz, ganz besonderes Herzstück für uns und ist uns regelrecht ans Herz gewachsen, weil es war ein Jahr unser Werkstatt-Bike. Und wir haben, als wir angefangen haben, das Bike aufzubauen, gesagt, dass wir es nicht behalten wollen, sondern dass wir es einem guten Zweck zukommen lassen. Den haben wir gefunden, das ist die Hans-Ray-Stiftung, Wheels for Life. Und deshalb werden wir dieses Bike für die Wheels for Life-Stiftung versteigern. Unser Ziel war es, mit dem Canyon Nerve ein Trailbike aufzubauen, das vielfältig ist, wo man auf dem Single Trail Gas geben kann, das man aber auch für längere Touren verwenden kann. Und ja, das ein klassisches Spaßbike ist mit einem breiten Einsatzspektrum. Damit ihr nicht die Katze im Sack kauft oder steigert, kommen jetzt noch ein paar technische Details, die wir uns für unser Kastenbike gedacht haben. Das fängt damit an. Ja, es war ein Canyon-Rahmen, Nerve AL mit 110 mm Federweg. Wir haben in der Front, um ein richtig gutes Trailbike zu kreieren, haben wir 1 cm mehr Federweg gegönnt und haben das in eine Fox Factory Kashima mit 120 mm verbaut. Talas-Funktion, CTD und Fit-Kartusche. Angetrieben wird unser Kastenaufbau vom Shimano XT Schaltwerk. Allerdings haben wir statt einer Shimano-Kurve eine Race-Face-Turbine-Kurve verbaut. Die passt nicht nur farblich ganz gut zu unserem Bike. Gebremst wird mit der für uns soliden und eigentlich für jeden Zweifler habenden Shimano XT. Und wie sich für ein gutes Trailbike gehört, eine Vario-Stütze, von uns verbaut eine RockShox Reverb. Dazu rollt das Bike auf DT Swiss Blind-Laufrädern und damit man auch richtig Spaß auf dem Single Trail hat, mit dem neuen Norbinic 2015er Modell, der von seinem Profilen-Setup kriegt hat, vorne Trailstar, hinten Paystar Compound. Das Cockpit ebenfalls schick grün eloxiert, Lenker von Sixpack, 750 mm breit, hat man gute Kontrolle im Trail. Vorbau stammt ebenfalls von der Raceface Turbine Serie. Die Griffe ergonomisch von Argon. Ich finde, uns ist mit dem Bikesport Canyon Nerve AL Kastenaufbau ein richtig schickes Trailbike gelungen und ich bin überzeugt, derjenige, der das mal fahren wird, wird damit eine Menge Spaß haben. Ich habe mal die einzelnen Preise überschlagen und zusammengezählt. Wenn man alles einzeln kaufen, kommt man auf ca. 4.500 €. Deshalb tut was für die gute Sache. Unterstützt die Hans-Ray-Stiftung Wheels for Life. Steigert kräftig mit. Ihr kriegt ein klasse Fahrrad. Ich wünsche euch demjenigen, der es haben wird, richtig viel Spaß damit. Lasst es krachen. Und ich glaube, dass ich trotzdem damit noch eine kleine Runde drehe. Das war's, Thomas von der Bikesport.